Ja, herzlich willkommen zum Modern Koi Basic Vlog. Heute geht es um Schwarzqualität und es geht um eine ganz bestimmte Bezeichnung einer Schwarzqualität. Es geht um sogenanntes Kage-Sumi. Kage steht im Japanischen für Schatten, Sumi steht für Tusche, also es ist die Schattentusche. Und das Kage-Sumi ist eigentlich keine eigentliche Schwarzqualität, sondern das Kage-Sumi ist in häufigen Fällen die Vorstufe des sogenannten Hon-Sumi. Hon-Sumi ist das wirkliche Sumi, es wird zwar die Begrifflichkeit meist unter Koi-Züchtern überhaupt nicht verwandt. Es gibt Sumi und es gibt Bakke-Sumi, aber das Sumi, was rein als Sumi bezeichnet wird, damit ist eben dieses wirkliche Sumi gemeint. Und dieses Hon-Sumi kommt nicht im Gegensatz zum Bakke-Sumi, kommt das Hon-Sumi von unten durch die Schuppe hindurch und entwickelt sich ganz zum Schluss auf der Hautoberfläche. Und dieser Übergang, bevor es jetzt wirklich auf der Oberfläche erscheint, nennt sich einfach Kage-Sumi. Und das Kage-Sumi, das kennen Sie, wenn Sie jetzt einen Showa anschauen, einen Jungen oder einen anderen Koi mit dieser Schwarzqualität, dann ist das oftmals ein Indiz dafür, wo könnte sich in Zukunft noch eine Zeichnung entwickeln. Man sieht es oftmals schon in ganz, ganz frühen Stadien, bevor überhaupt die einzelne Schuppe betont wird, dass da so ein leichter Blauschleier unter der Haut liegt. Und das ist einfach die erste Vorstufe des Kage-Sumi. Nicht Kage, sondern Kage-Sumi. Und ich habe Ihnen hier jetzt mal ein Exemplar in Tanshu Showa, der im Moment fast ausschließlich sogenanntes Kage-Sumi hat, wo man das einfach mal sehr interessant sehen kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal etwas im Detail zeigen. Ja, hier sehen Sie nun einen Tanshu Showa mit eben jenem beschriebenen Kage-Sumi. Man sieht, es ist hier bei ihm fast vollständig nur als dieses schattenhafte Schwarz vorhanden. Und man sieht aber auch hier, wenn Sie seitlich schauen, es beginnt sich schwarz hier im seitlichen unteren Bereich zu entwickeln. Und das ist häufig sehr typisch, dass der Schwarz bei diesem Typ Sumi von unten, von den Seiten langsam nach oben kommt. Und man muss sich auch immer überlegen, dass Kage-Sumi ist immer die Vorstufe zu dem gerade vorab beschriebenen Hon-Sumi und hat mit Bakke-Sumi nichts zu tun. Wenngleich auch dieses Kage-Sumi, das Hon-Sumi und das Bakke-Sumi auf einem Showa gleichzeitig vorkommen kann. Auch interessant zu wissen, wenn Sie jetzt einen Showa haben, der ausschließlich Kage-Sumi hat, so wie er, und der keinerlei Anzeichen zeigt, dass sich seitlich der Schwarz oder in irgendeinem Bereich gerade am entwickeln ist, dann besteht durchaus auch die Gefahr, dass der Koi sein Schwarz nie komplett entwickeln wird und immer nur auf der Zwischenstufe oder die ganze Zeit seines Lebens auf der Zwischenstufe des Kage-Sumi stehen bleiben wird. Das ist jetzt Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Bei dem Koi hier würde ich es jetzt nicht mal als so dramatisch empfinden, aber schöner ist es in der Regel, wenn sich der Schwarz dann im Laufe der Zeit tatsächlich durchentwickelt. Und es gibt natürlich auch Koi, die jetzt beispielsweise, wenn würde er jetzt die nächsten 2-3 Jahre langsam Stück um Stück sein Schwarz entwickeln, das heißt, dass er das Kage-Sumi zu einem richtigen glänzenden tiefdunkelschwarzen oder blauschwarzen Hon-Sumi durchentwickelt, aber dann irgendwo nach 70-80% stehen bleibt, dass also ein Teil des Sumis nach wie vor als Kage-Sumi bestehen bleibt. Ich persönlich finde das schön, wenn Koi nicht immer komplett vollständig fertig sind in ihrer farblichen Entwicklung, sondern wenn immer etwas Traum übrig bleibt, etwas Spielraum für weitere Entwicklung, wenn der Koi zeigt, hallo, ich bin noch Tategoi und ich bin jetzt noch nicht vollständig fertig in meiner farblichen Entwicklung. Und auch auf Ausstellungen würde es bei ihm jetzt keine Rolle spielen, wenn er jetzt sein Schwarz nicht vollständig, sondern erst zu 60, 70, 80% entwickelt hätte. Also, das ist ganz wichtig. Und dieser Übergang vom Kage-Sumi zum Hon-Sumi funktioniert eigentlich am einfachsten. Also wenn man das jetzt etwas beschleunigen möchte, dann sollte man die Koi kühl überwintern, also zwischen 12 und 16 Grad. Also eine kühle Überwinterung hilft diesem Koi, ihr Kage-Sumi zu Hon-Sumi zu entwickeln. Und die Sommermonate mit warmem Wasser und viel Fütterung und schnellem Wachstum verzögern diesen Prozess. Also man kann, wenn man die Koi in kühlem Wasser hält und wenn man sie auch in den Sommermonaten bei weniger Wachstum hält, die Entwicklung des Kage-Sumis zum Hon-Sumi, also zum richtigen Schwarz, etwas beschleunigen. So, ich gehe jetzt noch näher ran, dass Sie das im Detail nochmal sehen und merken Sie sich einfach, das Kage-Sumi ist immer die Vorstufe zum Hon-Sumi und es gibt jetzt aber auch keine Garantie dafür, dass sich es entwickelt und auch nicht jedes Hon-Sumi hat ein Kage-Sumi wie dieses. So, hier sieht man jetzt sehr schön, wie die einzelnen
Schuppen grau sind, das liegt daran, dass die Haut unter den Schuppen, die ist jetzt schon schwarz und da scheint das durch. Also bei diesem Koi wird erst die Haut unter der Schuppe schwarz und dann die Oberfläche. Und das sieht man jetzt hier seitlich. Und das nennt sich einfach Kage und man spricht auch von Kage-Sumi nach wie vor, wenn jetzt nur ein Teil des Sumis als diese Form vorliegt.